glaube, ich weiß genau, was ich damit machen werde. So Leute, da sind wir beim ersten Blacky erklärt seit langer, langer Zeit. Und zwar habe ich, wie ihr vielleicht auf Instagram und Twitter und so weiter gesehen habt und auf Facebook und so weiter und so fort, was von Wizards bekommen. Und zwar, ihr fällt mir schon alles auseinander, sondern so ein Paket. Hier ist Wizard Limbo, das wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Und das Paket beinhaltet ein Welcome to Innistrad. Ja, ist ein bisschen spät, ist aber für mich okay. Es war so ein kleiner Unfall, sage ich mal. Ja, war ein bisschen ärgerlich. Und zwar sind hier Booster drin. Und zwar haben wir eine Menge verschiedene Booster hier drin. Und ich wollte euch einmal die Unterschiede der einzelnen Booster erklären. Weil das werde ich ganz oft gefragt und dann kommt ganz oft so, Blacky, kannst du mir mal erklären, was ein Theme Booster ist? Blacky, warum sind denn Draft Booster noch da? Blacky, ist dieses Set Booster? Warum kauft man dieses Set Booster? Was ist der Unterschied zu Draft Boostern? Und was ist dieses Sammlerbooster. Dieser Sache gehen wir heute mal nach und wir gehen nach und nach langsam alle Booster durch mit der Erklärung, was mit den Boostern ist. Ihr könnt unten in den Timelines auch sehen, welches Booster wir gerade machen und wenn ihr euch für einen Booster besonders interessiert, könnt ihr dort hinspringen. Erstmal nehmen wir natürlich das aus dem Weg, was die meisten Leute mich fragen. Blacky, Draft Booster, sind die noch wie früher? Und ich sag euch, ja, Draft Booster sind immer noch 15 Karten, möglich relativ gut durchgemischt mit blau, weiß, rot, grün, schwarzen Karten, Artefakten. Wir haben immer noch, steht auch hinten drauf, finde ich ganz gut, dass sie es immer noch draufschreiben. Eine seltene Karte, also sie ist selten oder höher, also sie kann auch Mythic Rare sein. Drei nicht so häufige Karten, also drei Uncommons und eben 10 Commons und eine Länderkarte. Sagenhaft seltene Voll-Planeswalker ohne Rand können 1% der Booster drin sein. Es steht also hinten drauf, was drin sein kann. Was das genau bedeutet, gucken wir uns mal an. Ihr wisst ja, auf meinem Channel mache ich regelmäßig Booster auf. Zwei Booster einmal die Woche, also alle jede Woche zwei Booster und dementsprechend bin ich da ein bisschen geübt da drin. Wir haben erstmal Commons, Zorn der Ahnen, Mulchen, Unterbinden. Ihr seht schon, es ist bunt gemischt. Wir haben Rot, Grün, Blau, Schwarz, ist jetzt Zufall Weiß. Wir können jetzt gleich beim nächsten Booster mal überprüfen, ob das genauso bei der anderen Farbkombination ist. Ich glaube nicht, aber wir können sie überprüfen gemeinsam. Dann haben wir Rot, Grün, Blau und dann kommt ein Artefakt. Ja, Einladung zur Hochzeit, ja. Crimson Vow, einfach ein geniales Set. Ich liebe die Thematik und so weiter und so fort. Das ist so cool. Genau, wir haben 2, 4, 6, 8, 10 Commons. Davon ist eine Flip-Common bisher. Diese Commons werdet ihr immer haben. Also nicht genau diese Karten, aber ihr werdet 10 Commons haben in diesen Slots. Dann kommen immer 3 Uncommons. Wir haben den Magma-Prühler, Blutzehnteintreffer. Alter, dieses Artwork ist so cool. Ich mag das Set so sehr. Sigardische Paladin. 4x44, krass. Genau, dann kommen die Uncommons. Dann kommt eine seltene Karte. Ulvenwald Kuriosität. Erkennbar hier an dem goldenen Symbol. 4x44, Trampel, Eile. Wir können ihn transformieren. Und wir können ihn transformieren in einen 8-8er, der Trampelschaden Eile hat. Und andere Kreaturen kriegen plus 1 zu 1 Trampel Eile. Ja, das ist ein guter Finisher. Das ist wirklich ein guter Finisher. Dann haben wir ein Land. In Innistrad ist es so, dass diese Länder schwarz-weiß gethemed sind und eben den Border, also den Rand haben, von der Farbe, die sie sind. Also schwarz hat lila, rot hat rot, weiß hat so ein beige. Genau, dann haben wir noch unseren Wolf als Token. Und weil wir ja doppelseitige Karten in Innistrad drin haben, haben wir auch diese Checkkarten drin. Die sind normalerweise nicht dabei, wenn das Set nicht diese Doppelkarten hat. Seitdem aber jetzt schon in den letzten etlichen vielen Sets immer wieder Doppelkarten drin sind, ist das auch eine normale Sache, die dabei ist. So, überprüfen wir das beim zweiten Booster genau dasselbe. Haben wir eine schöne Farbverteilung, haben wir dieselben Commons und Uncommons. Wir haben grün, blau, schwarz, weiß, rot. Ihr seht schon, wo das hinläuft. Es ist relativ ausgewogen. Dann haben wir grün, blau, schwarz, Artefakt, blau. Hier ist ganz interessant, dass hier tatsächlich immer an dieser Stelle das Artefakt liegt und hier als letzte immer die Flipkarte. Eigentlich ist es so, dass die ein bisschen durchmischter sind. Also klar, jede Common hat ihren Slot, aber ich wusste jetzt nicht, dass die Flipkarte immer hier ist und dass das Artefakt ist. Kann Zufall sein. Kann Zufall sein. Müsste ich mal bei meinen anderen Booster Openings schauen. Weiterhin haben wir auch hier, oh, dieses Artworks. Auch die Dickichtrüstung, meine ich, hätten wir schon mal gesehen. Blutbrunnen. Ah, oh, es ist so schön. Es ist so unendlich schön. Ist übrigens die meiner Meinung nach hässlichste Karte, weil ich auf diese Spinnengesicht überhaupt nicht klarkomme. Jetzt persönlich. Ja,
haben wir Cummins, dann kommen drei Uncummins, zurückholen und der Gossenlaura haben wir hier. Gossenlaura als eine Karte mit Aufstören, also eine Flipkarte. Ich nenne sie mal Flipkarten. Es sind keine richtigen Flipkarten, es sind keine MDFCs. Es sind halt Karten, die auf der Back was anderes haben. Aber gut, dann haben wir eine Besonderheit. Und zwar haben wir ein Torrens Faust der Engel, ein Mensch-Kleriker, 3-2-2 mit Training. Eine Fähigkeit, die in diesem Set drin ist, die sehr, sehr gut ist. Und immer wenn eine Kreatur Zauber gewirkt wird, erhält man einen weißen und grünen Mensch-Soldat-Spielstein mit Training. Das ist nicht schlecht tatsächlich. Und wir haben den in dem Special Artwork. Und zwar gibt es hier als Special Artwork für alles, was keine Vampire sind, dieses Schwarz-Weiß-Treatment. Wobei, es gibt auch Schwarz-Weiß Vampir-Treatments. Egal. Dieses Schwarz-Weiß-Treatment kriegt man auch in normalen Boostern, wie man sieht. Und das ist so schön. Es ist so schön. Ach, wunderschön. Ist tatsächlich eine sehr coole Sache, dass man eben diese Special Artworks hier auch rauszieht. Dann haben wir eine Insel. Dieses Land kann auch voll sein. Wir haben jetzt auch keine Folge zu. Wir haben sogar den Mensch-Soldaten dazu bekommen. Und die Flipkarte. Hier sieht man auch ganz schön, das finde ich ganz schön an den Draft-Boostern. Draft-Booster, kommen wir gleich zu, sind zum Draften da. Wir haben in den Draft-Boostern verschiedene Farbkombinationen, haben verschiedene Sachen. Wir haben blau-weiß Geister und Auren. Wir haben blau-schwarz, haben wir Zombies mit Ausschlachten. Rot-schwarz Vampire mit Blutspielsteinmarken und so weiter und so fort. Das ist ein sehr cooler Guide. Gerade für Leute, die das Booster draften. Weil diese Draft-Booster sind zum Draften da. Diese Booster sind dafür da, dass ihr sie aufmacht, dass ihr euch aus diesem Stapel die beiden Karten weglegt, eine Karte auswählt und sie dann nach rechts weitergebt. Draft-Booster sind für den Spielmodus Draft gut und da. Draft-Booster sind nicht unbedingt dafür da, um sie einfach nur aufzureißen und in die Ecke zu werfen und einfach nur durchzugehen und sagen, oh cool, hier, nächste Karte weiter. Draft-Booster sind für Draft da. Deshalb auch diese sehr strange Konstellation mit, wir haben sehr ausgewogene Farben da drin, möglichst alles mit drin. Wenn ihr natürlich das sucht und sagt, ich möchte so viele verschiedene Farben haben wie möglich, gar kein Problem, auch dann Draft Booster. Aber Draft Booster sind für das Spielformat Draft da. Und meiner Meinung nach sonst für nichts. Weil Wizards war ja schlau. Wizards hat gemerkt, hey, die Leute machen unsere Booster echt gerne auf. Aber die Leute draften ja zum Teil gar nicht. Was machen wir denn da? Wir belohnen sie. Wir haben seit Zendikar Rising Set Booster. Set Booster sind eine der genialsten, wenn nicht meiner Meinung nach die genialste Erfindung, die Wizards jemals gemacht hat. Denn statt hinzugehen und zu sagen, wie sie es vor Jahren und Jahrzehnten schon gemacht haben, hey, wir verändern das Draft Booster und dann gab es sowas wie Alliances 1900, batsch mich, wo dann auf einmal noch 7 Karten drin waren. Uncool. Oder dann auf irgendwelche noch größeren Packs und was nicht alles. Nein, sie sind hingegangen und haben gesagt, hey, wir machen Booster speziell für Leute, die einfach Booster aufmachen wollen. Und das sind die Set-Booster. Set-Booster sind dafür da, wenn ihr einfach nur da sitzen wollt, Spaß haben wollt, Booster aufreißen wollt und einfach nur ein bisschen Spaß beim Opening von den Boostern haben wollt. Interessanterweise hat Wizards dann trotzdem gesagt, so hey, Set-Booster, cool und schön zum Aufmachen. In diesen Set-Boostern sind Minigames drin. Das heißt, selbst damit könnt ihr kleine Minigames machen. Ich mache regelmäßig Videos zu den Minigames bei mir auf dem Channel. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr mal auf dem Channel nachgucken, nach den Minigames suchen von dem Set, was euch interessiert. Ich erkläre die dann und zeige euch dann, welche Minigames in welchem Set drin sind. Damit kann man tatsächlich die Booster echt spaßig aufmachen. Es sind dann Ratespiele oder Memory-Spiele oder ähnliches, die selbst in diese Set-Booster eine Art von Spielmechanismus reinbringen. Was ganz witzig ist, mit diesen Boostern zu draften, ist uncool. Was ich aber sagen muss und was ich auch hoffe, dass das irgendwann passiert ist, mit diesen Boostern Sealed Deck zu spielen. Jetzt nicht 100%, macht mega Spaß. Wir hatten jetzt neulich das von Wizards ins Leben gerufene Love Your Local Game Store Event und danach hatten wir ein weiteres Sealed Deck, wo wir mit 3 Draft Boostern und 3 Set Boostern gespielt haben, als unsere 6 Booster. Und ich wünsche mir, dass irgendwann das Pre-Release tatsächlich genau darin aufläuft, weil Set Booster sind ein wenig anders. Set Booster sind anders aufgestaffelt. Und anders aufgebaut. Man versucht in Set-Boostern eher ein Feuerwerk abzusetten. Wir haben ganz vorne erstmal eine Artkarte von einem Artwork, von einer Karte, die in dem Set vorhanden ist. Die gibt es auch mit Unterschrift. Dann sind die nochmal ein bisschen seltener, was auch ziemlich, ziemlich cool ist. Hier haben wir zum Beispiel
die Thirst of Discovery von Dominic Meyer. Schöne Karte, wirklich schöne Karte. Dann haben wir unser Land hier on top, also nicht hinten, wie wir es gewohnt sind von den Draft-Boostern, sondern wir haben es on top, was ganz cool ist. Dann haben wir eine Geschichte, die uns erzählt wird. Gucken wir mal, ob wir die Geschichte finden. Wir haben das Seminole Knife, ist eine Ausrüstung für einen Mana, gibt Blue-Token, könnte Blue-Token als Thema haben oder Ausrüstung. Ja, wir haben hier ein Artefakt, was auch mit Blue-Token und ja, ein Artefakt ist. Dann haben wir Bleed Dread, wenn diese Kreatur -13/-13. Also hier haben wir tatsächlich Knife, Blood, Bleed. Dann haben wir den Slinger wegen dem Destroy. Also eine Kreatur kriegt -3/-13, wenn die diese Runde sterben würde. Und da haben wir ein Artefakt zerstören. Das heißt, unsere Story ist aktuell Blut, ein Artefakt zerstören, schwarz-grün. Weiß kommt jetzt dazu, weiterer Human, weil wir haben hier einen Human. Geht es dann in Human über. So erzählen die Booster eine Geschichte. Ihr seht jetzt aber schon, wir haben 3 Commons und 2 Uncommons. Das liegt daran, dass die ersten paar Slots dieses Boosters sogenannte Theme-Slots sind. In diesen Theme-Slots können halt eben Thematiken drin sein. Hier haben wir nochmal einen Human Cleric, der eben +1/+1 in der Stöberkirche gehen kann, Human. Das heißt, wir haben am Anfang so ein bisschen Blood-Thematik und dann kommen wir ganz schnell in eine Human-Thematik und haben dann 3 Uncommons. Nach diesen Karten kommt dann normalerweise der Wild-Slot. In diesem Fall ein Innocent Traveler. Dieser Slot ist auch gleichzeitig unser Wendeslot. Ja, ist eine sehr, sehr coole Karte. Gibt es auch als Boxtopper tatsächlich in dem Set. Ist ganz, ganz nice. Und dann haben wir, oh, ich liebe diesen Rand. Bellygrand Guest. Das ist ein weiterer Wildslot, in dem auch Commons, Uncommons und Rares dran sein können. 3x3, 2 Trampel. Und wenn er mit einer Chance kriegt, kriegen wir einen Blood Token. Auch hier wieder Blood Token. Dann haben wir noch ein Wild. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Semester Gatekeeper. Mir fällt jetzt erst auf, dass die Set-Booster Englisch sind. Warum sind die Set-Booster Englisch? Ich hab doch sonst... Nee, ich hab teils auf Deutsch, teils auf Englisch bekommen. Okay, strange. Sehr schönes Artwork. 2x2 Erstschlag. Wenn ein Spielfeld kommt, exilieren wir eine Karte zum Friedhof. Und immer wenn ein Spieler ein Land oder ein Zauber, der einen Kartentyp mit der exilierten Karte gemeinsam hat, castet, dann fügt er 2 Schaden an den Spieler zu. Sehr, sehr cool. Dann kommt unsere Rare. Das war unser Wildslot. Das ist unser Rare. Curse of Hospitality, 3 Mana Enchantment, wo wir den Spieler enchanten und Kreaturen, die den Spieler angreifen, haben Trampel. Immer wenn eine Kreatur dem enchanten Spieler Schaden zufügt, kann man die oberste Karte des Decks des Spielers einfach exilen und man kann die Karte casten, Mana beliebiger Farbe benutzen. Richtig, richtig cool. Dann kommt ein Vollslot. Hier ist ein fester Vollslot drin. Hier haben wir das Grizzly Ritual. Sehr schönes Foiling, by the way. Oh, dieses Blutding und drauf, Alter. 6 Mana Destroyed Creature Planeswalker. Okay. Und danach haben wir noch einen Token, eine Werbungskarte oder eine Karte von der Liste. Diese Karte von der Liste ist eine ziemliche Anzahl an Karten, die hier drin sein können. Die haben dann hier unten so ein kleines Symbol. Wenn wir jetzt gleich keine ziehen, werde ich euch noch eine zeigen. Die können dann halt da drin sein, was wirklich, wirklich cool ist. Macht nochmal so ein Feuerwerk am Ende, so, oh, noch eine Karte von der Liste. Da sind eine Menge Karten drauf, die echt häufig sind. Aber es gibt auch ein paar, die da echt selten drauf sind und ja. So, dann starten wir gleich das nächste Booster und schauen nochmal, was da für eine Story drin ist. Oh, es ist jedes Mal, also Set-Booster sind für mich wirklich die superior coolen Booster, muss ich einfach sagen. Es sind für mich einfach die besten Booster, die Ubersatz rausgebracht hat. Aber, oh mein Gott, schönes Artwork. Ein Spirit mit Kranichen. Und zwar ist das Heron Blessed Geist von Jason A. Engel. Haben wir das? Dann haben wir unseren Forest. Auch der kann voll sein. Das heißt, ihr könnt 2 Volls in einem Booster haben, wenn ihr Glück habt. Und ja, mal gucken. Dann haben wir... Wir haben Grizzly Ritual als unsere Karte. Dann Draw 2 Cards, Blood Token. Twilight Blood Token. Ihr seht, sehr schwarz. Und Lose 2 Life, You Gain 2 Life. Und dann macht der auf einmal wieder Schaden. Ich vermute, dass das hier wirklich als Thematik Blatt gedacht ist. Und hier wird wahrscheinlich jetzt Thematik Wolf kommen. Oh mein Gott, es ist so süß. Paxong Pub, es ist so süß. Auch hier wieder 3 Commons, dann kommen die Uncommons. Krass. Dann gehen wir von dem Wolf in den Wildslot. Tatsächlich 2, 4, 5 müsste der Wildslot sein. Aber wie gesagt, das hier müsste der erste Wildslot sein. Der Flipslot. Okay. Dann haben wir einen Innocent Traveler. Den hatten wir gerade eben schon mal. Jetzt mit dem Super Fang. Es ist so ein schöner Rahmen, dieser Spezialrahmen, der hier drin ist. Auch hier können diese Schwarz-Weiß-Karten, by the way, drin sein. Sehr, sehr cool. Dann haben wir einen weiteren Wildslot in diesem Artwork. So Wedding Security. Okay. Dann kommt unsere Rare.
Voldaren Bloodcaster, 202 fliegend. Wenn der oder eine andere Non-Token-Kreatur stirbt, kreiert man einen Blood-Token. Immer wenn man einen Blood-Token kreiert, wenn man 5 oder mehr Blood-Token hat, wird er transformiert. Und wenn er transformiert ist, oh mein Gott, das ist Loot. But Summoner, Vampire Wizards, schade, dass es keine Fledermaus ist. Ist kein Bad. Fliegend um zu Beginn des Combats, wenn ein oder mehr Blood-Token, können ein oder mehr Blood-Token zum 2-2 fliegenden Bad werden mit Eile. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und wir haben noch eine Rare. Okay. Ascendant Packleader. Ein Mana 2-1. Kommt mit so vielen +1/+1 Mana ins Spiel, wie man Permanente kontrolliert, mit Mana Value 4 oder höher. Und immer wenn man einen Spell mit Mana Value 4 oder höher spielt, kriegt man dann +1/+1 Mana drauf. Sehr, sehr cool. Dann kommt unsere Foil. Cassing Flame Breather. Auch sehr cool. Und eine Karte von der Liste. Sehr cool. Warrior's Lesson aus Theros. Ein Mana, bis zu zwei Kreaturen kriegen diese. Wenn diese Kreatur Kampfschaden zufügt zu einem Spieler, ziehen wir eine Karte. Aus der Liste. Sehr, sehr cool. Auch diese Karten machen richtig Spaß im Sealed. Richtig Spaß im Sealed. Also das ist was, wo ich schon gesagt habe, wenn die nächsten Pre-Release-Kits dann Set und Draft-Booster beinhalten. Ah, you heard it here first. Nice. Dann kommen wir zu einem etwas für mich schwierigeren Thema. Und zwar die Theme Booster. Die Theme Booster sind eine sehr coole Erfindung und gleichzeitig etwas, wo ich sage so, die Theme Booster targeten Anfänger. Das ist das Booster, was ihr euch holen solltet, wenn ihr einfach eine Menge weiße Karten aus Crimson Vow haben wollt. Oder eine Menge grüne Karten. Es gibt auch ein Vampir-Pack, wo ihr einfach nur eine Menge Vampire bekommt. Das heißt, anders als bei den Set-Boostern, wo ihr einfach eine Random-Thematik bekommt mit Random-Farben, wo ihr eben auch eine Menge Schwarz oder Grün-Rot kriegen könnt, oder eben bei den Draft-Boostern, wo alles ein bisschen ausgewogen ist, ist es hier so, dass diese Theme-Booster, ja, nur eine Farbe haben. Der Punkt ist, diese Dinger haben 35 Karten drin und man hat mindestens eine Rare oder Mythic Rare. Ich habe noch nie erlebt, dass hier zwei drin sind, ehrlich gesagt, aber die soll es geben. Die soll es wirklich geben. Und ja, mal gucken, vielleicht finden wir heute. Wir haben hier Plastik. Okay. Box ist Paper, Wrapper ist Plastik. Okay, nice. Es sieht auf jeden Fall wie immer sehr, sehr schön aus. Zu diesen Teilen muss ich eine Sache sagen. Was diese Teile sind, sie sind super starke Anfängerprodukte, wenn Leute zusammen anfangen wollen. Weil, wenn ihr bei euch im Store seid oder ihr kennt Freunde, die mit dem Spiel anfangen wollen und sagen, hey, dieses Weiß ist voll cool, dann gebt ihm so ein Theme Booster und gebt ihm einfach 25 Länder dabei. Kauft euch selber dann ein grünes oder rotes oder blaues Theme Booster und nehmt auch 25 Länder bei. Basics. Dann habt ihr 260 Kartendecks. Das sind super Möglichkeiten, eine Liga zu spielen. Das haben wir auch schon gemacht und es macht mega, mega Spaß, hinzugehen und zu sagen, hey, wir fangen damit an, haben dann eben 25 Länder dazu, haben dann unsere 60 Kartendecks und jede Woche dürfen wir entweder ein Set-Booster oder ein Draft-Booster kaufen und dürfen es damit reinschieben und können halt unseren Kartenpool erweitern und können eben Glück haben mal eine Woche Pech haben und es ist so cool, es macht so viel Spaß, dann in der Woche wirklich mit diesem Deck immer und immer wieder zu spielen. Das ist sehr casual, macht aber wie gesagt eine Menge, Menge Spaß und für mich einer der wenigen Gründe, so ein Theme-Deck zu kaufen, also Themen-Booster, um zu sein, weil Themen-Decks gibt es ja nicht mehr. So, gucken wir uns mal an, was wir haben. Auf jeden Fall eine echt schwer zu öffnende Verpackung, weil die Karten hier unten drunter sind nämlich hier drin. Da ist eine Menge Papier, ist halt eine Menge Papier und hier haben wir unser Booster. Ihr seht schon, es ist anders verpackt, es ist kein richtiges Booster drumherum oder so, sondern halt wirklich nur so ein Wrapper. Den machen wir mal auf, gucken wir uns das mal an, was wir hier drin haben. 35 Karten, ja, ich weiß. Wir haben Popular Formats Magic, Standard, Booster Draft, Commander. Haben sie nicht Unrecht? Sind die drei beliebtesten Formate, die drei populärsten Formate und Total Last, Neeptapped, LocatorWizards.com. Finde ich immer noch sehr, sehr cool, dass sie das machen, dass sie Events und Stores in der Nähe zeigen. Weil wenn ihr, gerade für Anfänger, wenn ihr was nicht wisst, wenn ihr Fragen habt, geht in euren Local Game Store, fragt die Leute. Dieses
Video hier, was Wizard mir zukommen hat lassen an Boostern. Die Idee davon ist nur entstanden, dass ich das so mache, weil ich halt gefragt werde bei uns im Local Game Store, in meiner privaten Runde, auch unter YouTube-Videos, die gesagt haben, ey Blackie, ich verstehe das nicht mit den ganzen Boostern, erklär mal. Und das möchte ich hiermit tun. Wir haben erstmal hier eine Karte verkehrt rum. Ich glaube, das ist so rare, bin mir aber gerade nicht sicher. Ist keine rare. Bin ich mal gespannt, was es ist. Wir haben Supernatural Rescue, wir haben auf jeden Fall eine Menge Commons, die hier schon ankam. Circle of Confidence. Wichtig hierbei, ihr könnt Karten eben auch doppelt bekommen. Am Anfang, als ich diese Booster aufgemacht habe, dachte ich so, hä, warum kriege ich denn Karten doppelt? Was ist das denn für ein Quatsch? Mittlerweile muss ich sagen, hier haben wir zum Beispiel den Fall, wir haben Supernatural Rescue, haben wir zweimal. Finde ich, wie gesagt, unter dem Aspekt, dass man einfach 25 Länder dabei knallt und einfach ein bisschen Liga spielt, wenn man ein Deck hat, echt nicht schlimm und echt nicht verkehrt, dass man eben auch ein paar Karten 2 bis 3 bis 4 mal hat. Gut, 4-mal ist doch ein bisschen viel, wenn man sich so einen Booster kauft. Aber hier, also es ist ein sehr, sehr gutes Playable Human Deck, was wir haben, was echt, echt stark sein kann. Wir kriegen hier +1/+1 Marken, wir können hier Unzerstörbarkeit geben, wir haben hier echt guten Removal, wir haben Fliegen mit Training, wir haben hier echt guten Stuff für ein Deck. Und unsere Rare ist Hallowed Haunting, sogar eine ziemlich coole 4-Mana Enchantment, solange man 7 oder mehr Enchantment Kreaturen mit fliegend Solange man 7 oder mehr Enchantments kontrolliert, die wir bestimmt hier drin haben mit den ganzen Auren, haben Kreaturen, die wir kontrollieren, fliegend und Wachsamkeit. Immer wenn wir ein Enchantment-Spiel spielen, kreieren wir einen weißen Spirit-Cleric mit stärkeren Widerstandskraft gleich der Spirits, die wir kontrollieren. Wir haben auch ein paar Spirits hier drin. Sehr, sehr cool. Also, okay, das ist so ein Flip-Deck. Würde ich auf jeden Fall so mit 25 Ebenen in der Liga gerne anfangen zu spielen. Finde ich großartig. Ich mag das. Es wird, glaube ich, nicht drauf beworben, dass man irgendwie 25 Länder dabei schmeißt und dann sagt, hey, wir haben ein vollständiges Deck. Das stand da mal drauf. Hier ist übrigens die Ratio 1 bis 2 Mythic Rares. Für die zweite Mythic Rares sind 10% anscheinend. Krass. Und dann 33, 34 Commons und Uncommons. 10% eine Showcase-Karte. Okay, da gibt es sogar eine Full List. Okay, cool, krass. Aber wie gesagt, ich finde es halt schade, dass es nicht draufsteht, dass man einfach 25 Länder dabei schmeißt und dann da mit spielen kann. Wie gesagt, es stand mal drauf. Es wird einen Grund haben, warum es runtergenommen wird. Ich kann euch nur empfehlen, auch wenn es nicht draufsteht, macht es trotzdem. Es macht mega viel Spaß. Und tatsächlich werde ich diese beiden Booster dafür genau auch behalten und werde damit tatsächlich mit jemandem spielen, der mit mir das Spiel lernen wollte. Dementsprechend sehr, sehr cool. Danke dafür. Einfach nochmal 1000 Sachen mit diesen Boostern gemacht. Ja, gehen wir mal weiter und kriegen den Quatsch hier nicht auf. Natürlich nicht. Interessanterweise, wenn ich es richtig im Kopf habe, hier sind keine Foils drin, was nicht schlecht ist. Gerade für Anfänger, die mit Foils eh nicht so viel anfangen können. Wir haben jetzt hier grün. Oh Gott, Spike Dripsaw. Das ist auch ein Artwork. Das ist das Witchwrap. Toxic Scorpion. Es sind echt coole Sachen auch hier drin. Mit +2/+2, ein paar Wölfe, ein paar Biester, ein bisschen Fight, ein bisschen Ausrüstung. Es ist immer ein bisschen random. Aber dadurch, dass es nicht so viele Kams und Ankams in einem Set tatsächlich mehr gibt, kriegt man doch schon immer wieder so ein paar zu sehen. Und es ist wirklich, okay, interessant, was wir so haben. Wir haben echt eine Menge, so ein paar Mal. Flourish Hunter zum Beispiel, auch sehr, sehr gute Karte. Wolfstrike, auch sehr, sehr gut. Und wir haben, oh Gott, es passiert wirklich. Es passiert wirklich. Ich habe es jetzt schon gesehen. Wir haben zwei Rares. Wir haben einmal den Acid und Pack Leader. Den haben wir gerade eben schon mal gezogen im Booster. Weil das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wenn man jetzt sagt, okay, man hat zum Beispiel einen Booster, was man dazu holt. Und man holt sich so ein Z-Booster dabei und kriegt dann so ein Packsaw und am Ende nochmal so ein Pack Leader. Auf einmal hat man zwei davon in der nächsten Woche. Wie mächtig, wie cool. Also es ist für eine Liga, es ist cool. So zum Öffnen, wie ich das gerade mache, Set Booster. Zum Draften sind die Dinger super ungeeignet, weil es 35 Karten sind. Und Value, ja, wir haben gleich für Sammler haben wir ein spezielles Booster. Und dementsprechend ist es halt so ein Ding, ist eine Thematik drin, man kann das halt sehr, sehr cool damit spielen. Für Anfänger ein sehr, sehr gutes Booster, die einfach nur eine Menge Karten in einer Farbe haben wollen. Wir haben noch den Howling Moon, 3-Mana Enchantment. Zu Beginn des Combats können wir einem Wolf oder einem Werwolf +2/+2 geben. Und immer wenn man den zweiten Spell in einer Runde spielt, und zwar der Gegner den zweiten Spell in einer Runde spielt, dann kriegen wir einen 2/2 Wolf. Oh mein Gott. Also abgesehen davon, dass ich ja Wölfe und Werwölfe liebe und auch einen Werwolf-Commander lange, lange, lange hergesehnt habe, es ist so cool. Das Ding ist wirklich auch cool. Damit lässt sich bestimmt cool spielen. Ja, soviel zu den Theme-Boostern. Ich nenne sie liebevoll immer die Farb-Booster. In anderen Sets waren es dann Gilden-Booster und ähnliches. Die haben sich nicht verändert im Laufe der Zeit. Die Draft-Booster haben sich zwischenzeitlich mal geändert gehabt, wo dann spezielle
Sachen in speziellen Slots sein können. Auch die Set-Booster haben sich geändert, weil in den Set-Boostern können jetzt auch Commander-Karten drin sein. Die Booster haben sich noch nicht geändert. Mal sehen, ob Wizards noch was dran macht. Aktuell finde ich sie sehr, sehr cool, wenn man casual ein bisschen Spaß haben möchte. Kommen wir zum letzten Booster, was aktuell auf dem Markt ist, für zum Beispiel Crimson Vow. Wir haben Collector Booster. Sogenannte Sammler Booster in Deutsch. Erstens, großartiges Artwork. Zweitens, ich weiß jetzt schon, ich werde gleich super hart an der Verpackung verzweifeln, weil aus irgendeinem Grund die doch sehr schwierig zu öffnen sind. Zumindest die englischen waren es. Die sind jetzt auf Deutsch, sind die ersten, die ich auf Deutsch aufmache. Deswegen weiß ich nicht, wie die werden. Aber es ist auf jeden Fall eine andere Qualität gewesen als die normalen Booster, sage ich mal. Diese Booster enthalten wirklich viel Kram. Und ja, es sind die Booster. Oh Gott. Die sind wirklich, wirklich stabil dieses Mal. Das seht ihr auch im Innenleben. Wir haben hier bei den normalen Boostern haben wir einfach so ein bisschen Plastik drin. Und hier haben wir halt so eine matte Oberfläche nochmal oben drauf. Das ist wirklich vermutlich, damit die Karten keinen Schaden nehmen. Beim Öffnen ist es allerdings so, dass ich die jedes Mal kaputt mache. Diese Sammlerbooster haben eine Menge Bling-Bling. Also Leute, Sonnenbrille aufsetzen. Wir haben erstmal ein paar Commons als Foil. Und zwar genau 4 Stück. Dann haben wir 1, 2 Uncommons. Auch sehr, sehr cool. Dann haben wir ein Land, ein Full Art Land in diesem Stil halt, weil es halt immer noch Innistrad ist, in diesem voll dunklen Art. Dann haben wir eine Rare in Foil. Prächtiger Sonnenaufgang. Oh, so cool mit dem Teferi und mit der Vampir und der Hexe. Das ist schon cool. Dann kommt normalerweise eine Full Art. Ja, es ist eine Extended Art. Die Begrifflichkeit Full Art Extended Art bezieht sich darauf, dass hier seht ihr den Rahmen und hier wurde das Bild einfach nur nach außen nochmal extended. Das bedeutet Extended Art. Das hier, wenn ich es denn mal finde, war der Showcase Frame. Also er hier ist der in diesem Mal dieser Showcase Frame. Dann haben wir den Special Frame mit dem Schwarz-Weiß-Treatment. Und dann haben wir eben diesen Extended Frame. Dann gibt es noch ein Full Art. Mal sehen, ob wir noch ein Full Art ziehen. Das wäre natürlich nice. Da seht ihr dann, dass selbst oben der schwarze Rand und hier unten der bis hierhin der andere Rand verschwunden ist. Hier haben wir den finsteren Walzer. Auch hier interessant, das ist eine Extended Art aus dem Commander Deck. Aus dem rot-schwarzen Commander Deck in Extended Art. Diese Karte findet ihr in dem Commander Deck nur als normale Karte. Dann haben wir eben eine Extended Art, das heißt Extended Art, versessen aufs Dienen. Diese Zombies, diese Artworks. Oh mein Gott, das ist so, oh, ich liebe es. Auch hier mit dem Ball, mit den Blumen überall und oh, es ist so ein schönes Set. Dann haben wir eine Common in diesem Showcase, streitlustige Besucherin. Dann haben wir noch eine Common in diesem Showcase. Also hier können auch Uncommons und Rares drin sein. Dann haben wir einen Boxtopper, der kein Boxtopper ist. Und zwar bekommt ihr in diesem Set, ich habe es gerade eben schon angesprochen, Boxtopper. In diesem Fall ist es so, dass wir einen Falkenruff Vorfahren bekommen haben, die allerdings in einem Dracula-Treatment ist. In Foil wird sie als Boxtopper bezeichnet, weil diese Karten eben bei einem Kauf eines Displays mit dabei liegen, in einem besonderen Umschlag, der eben dann zum Beispiel den Dracula Blut und Blutunsterblicher dann drin hat, dann in Foil als Foil-Treatment. Und hier seht ihr auch, das ist ein Full Art. Das ist eine Full-Art-Karte. Ja, sehr cool, wie gesagt, hier mit dem Doppeltreatment passiert in diesem Set. Es gibt andere Sets, wo das ein bisschen anders gehandhabt ist, aber in diesem Set ist das so gehandhabt. Dann haben wir ein unersättlicher Gast. Das, ah. Also ich muss sagen, dieser Rahmen, dieser Showcase-Rahmen in Foil ist der Wahnsinn. Heilige ist der hübsch. Wirklich hübsch. Und dann haben wir noch eine Extended Art Foil, unheimliche Puppenspielerin. Ja, die ist wirklich unheimlich. Uff. Dann haben wir in jedem von diesen Boostern noch einen Double-Sided Token, in diesem Fall ein Drachen-Illusion und ein Insekt. Überprüfen wir das Ganze anhand des zweiten Boosters nochmal. Auch hier wieder zum Öffnen. Dieses Mal, also normalerweise sind die auch in demselben Material wie die normalen Booster. Hier haben sie jetzt irgendwas verändert an den Boostern. Und ich muss sagen, es ist wirklich schwieriger, sie aufzumachen. Was natürlich auch bedeutet, dass die Karten da drinnen besser geschützt sind. Aber grundsätzlich, ich mag es, meine Karten aufzumachen. Genau, dann haben wir wieder unsere 4 Commons. Einer davon ist diesmal sogar beidseitig. Dann haben wir 2 Uncommons. Wieder ein Foil, Magma-Prügler und zurückholen. Das Gefühl haben wir schon mal. Dann haben wir Gebirge. Auch hier dieses Dark-Treatment mit dem roten Rahmen. Auch hier ein Foil. Und dann haben wir erstmal eine Foil Rare. Wolfsreiterin aus Kessig. Sehr coole Karte. Dann müssten wir jetzt eine Extended Art haben. Jawohl. Tochter der Opulenz. Alter, dieses Artwork. Es ist so wunderschön. Auch hier
aus dem Commander Deck, Extended Art Commander. Die können auch voll sein. Aber uff, es ist so cool. Ja, dann haben wir ein weiteres Extended Art. Der kann auch voll sein. Haben wir diesmal leider nicht. Friedhofsstreuner. Eine Mythic Rare. 3x3/4 Wachsamkeit. Stark. Sehr cooles Artwork aus dem normalen Set. Dann haben wir zweimal dieses Vampir-Treatment, diesen Vampirrahmen. Gucken wir mal, ob wir... Ne, haben wir nicht. Weil wir haben einmal diesen Vampirrahmen und dann haben wir eine Karte mit Durchsuchung des Schlosses des Grafen. Auch hier ist das ein Dracula-Treatment, wie wir gerade eben ja auch schon mal einen hatten. Ich finde nur gerade nicht. Dann haben wir ein... Oh mein Gott, ich hatte gerade... So Hoffnung ist Italia. Genau, das Dracula-Treatment. Dann haben wir dieses Schwarz-Weiß-Ding, wo ich halt sagen muss, hier mit diesem oberen leicht grün, leicht weiß, ganz cool. Aber dieses Full-Weiß, Katilda Morgenlicht-Märtyrerin für 2 Weiße und 1 Schutz vor Vampiren fliegend und aufstören. Und aufstören bedeutet, wir können das Ding halt als Aura wieder rausnehmen. Und guckt euch dieses Artwork an. Alter, es ist so krass. Es ist so krass. Dann haben wir eine Voll-Treatment, wieder streitlustige Besucherin, die hatten wir gerade eben in Non-Foil, glaube ich. Und wir haben, oh mein Gott, wir haben noch einen Friedhofswächter. 202-1 Erstschlag hatten wir gerade eben, glaube ich, schon. Ja, hatten wir gerade eben schon. Nur diesmal jetzt in Foil. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ist keine billige Karte. Dementsprechend freue ich mich sehr darüber. Und wir haben hier einen Bluttoken bzw. einen Zombie. Ja, so, das war's zu den Sammelboostern, beziehungsweise den Sammlerboostern. Und sie sind genau das. Sammlerbooster sind für Sammler. Und sonst eigentlich für wie niemanden. Es gibt ganz viele Leute, die mich schon gefragt haben, Blacky, warum ist das denn so teuer? Blacky, warum muss ich denn so viel bezahlen dafür? Weil es für Sammler ist. Weil es für Leute ist, die coolen, für wirklich coolen Stuff eben dieses Booster kaufen. Wenn ihr was anderes haben wollt, wenn ihr, wie gesagt, damit spielen wollt, macht was anderes. Dementsprechend schaut euch um, welche Booster für euch geeignet sind, was ihr damit machen wollt. Entweder seid ihr ein Anfänger und wollt einfach nur eine Menge Karten haben, dann Theme Booster. Wenn ihr einfach schon ein Anfänger seid und sagt, hey, ich möchte einfach nur Random Booster haben, nicht mit einer Thematik mit Weiß, Grün oder sonst was, dann vielleicht auch die Draft Booster. Ansonsten Draft Booster nur, wenn ihr wirklich, wirklich draften wollt. Und ansonsten, ja, fürs Öffnen Set Booster. Set Booster sind the way to go fürs Öffnen und eben Sammelbooster. Wenn ihr all Bling Bling, all Foil, all High Rarity haben wollt. Ja, ich glaube, damit habe ich euch die Booster erklärt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir einfach in die Kommentare. Ich antworte auf so ziemlich jeden Kommentar. Ich bin immer für die Community da. Ich versuche immer alles zu erklären und für die Leute da zu sein, Videos zu produzieren für euch und hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackshit. Ciao, ciao. Und natürlich hier im Abspann nochmal Danke an Wizards of the Coast und an Yours Truly, die mir das hier zur Verfügung gestellt haben für dieses Booster. Danke, danke dafür und vielleicht machen wir das beim nächsten Set nochmal.